Und heute, ich habe selber nicht gedacht, dass ich mal so ein Beauty-Video drehe, aber voll viele haben mir auf Snapchat und Instagram geschrieben, hä, Marcy, wie machst du eigentlich deinen Eyeliner? Leute, ich habe das jetzt schon gedreht, wie ich mich geschminkt habe, und ich schwöre, normal, ich brauche 10.000 Wattestäbchen, um meinen Eyeliner hinzukriegen. Heute, ich habe es beim ersten Versuch hingekriegt, das hat mich voll gefreut, ey. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, ich krieg's immer so hin, aber es ist nicht so. Das ist wie diese Schüler, die immer sagen, ich habe nicht gelernt, ich schreibe bestimmt eine 6 und ich schreibe dann eine 1. Kennt ihr diese Menschen? Schreibt es mir in die Kommentare. Jetzt laber ich aber gar nicht mehr so lange um den heißen Brei. Ich fange direkt mit dem Video an. Und los geht's, folgt mir übrigens noch, wenn ihr wollt, auf Snapchat und Instagram. Das ist hier eingeblendet jetzt. Oder hier. Los geht's mit meinem Alltags-Make-up. Manchmal mache ich mit Eyeliner, manchmal mache ich ohne Eyeliner. But you can variable this like you want. Let's go! Ich fange jetzt direkt an zu schminken. Ich mache gleich noch Musik an. Okay, fangen wir direkt an. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein Voice-Over machen soll oder ob ich einfach sprechen soll. Also zuerst klatsche ich mir die Tagescreme voll in die Fresse. Eigentlich ist es Handcreme. But I don't really care. Kehrschaufel? Filmst du schon? Ja. Filmst? Ja. Du filmst? Ja. Kehrschaufel? Ich habe keine Kehrschaufel. Ciao, bleib hier, okay? Mach Tür zu. Luciano! Bleib jetzt hier. Copyright? Komm jetzt, bleib jetzt hier, bitte. Das ist Copyright. Das ist Copyright. Leute, ich mache jetzt doch ein Voice-Over, obwohl ich meine Stimme richtig komisch finde. Aber ich habe die ganze Zeit Musik gehört. Und hier mache ich gerade meinen Eyeliner und das ist richtig kacke, weil es einfach unscharf ist. Und das ist eigentlich das, ist, was die meisten Leute interessiert hat, wie ich das mache. Aber Leute, Übung macht den Meister, deswegen übt einfach, bis ihr es könnt. Ich habe auch ewig gebraucht. Als nächstes nehme ich ein Make-up, was mir zu hell ist, und mische es dann gleich mit einem Make-up, was mir zu dunkel ist, damit ich die perfekte Farbe kriege. Und dann mische ich das und klatsche mir das ganze Make-up voll in die Fresse. Leute, ihr könnt nie genug im Gesicht haben. Und dann tupft ihr alles mit einem nassen Beauty-Blender ein. Voll schwierig zu erklären die ganze Zeit, was man macht so. Ich weiß nicht, ich bin voll kein Beauty-Guru. Und dann tupft ihr und tupft ihr und tupft ihr und tupft ihr, tupfen, tupfen, tupfen. Dann nehme ich Labelle und tue mir auf die Lippen, damit die nicht austrocknen. Und als nächstes nehme ich mein Puder, das ist so ein farbiges, und klatsche das mir voll in die Fresse und die Stimmung nicht verlieren. Dann Alter, was mache ich da? Okay. Manchmal merke ich gar nicht, was für komische Sachen ich mache. Und das sehe ich dann auf dem Video, wenn ich das schneide. Und jetzt tue ich Concealer auf meine Stirn, Augenringe und Kinn und Nase, um das zu highlighten. Das ist gar kein Puder von Trended Up, das ist eigentlich nur Babypuder. Und damit bake ich dann die ganzen concealten Stellen, damit das Concealer nicht in die Falten rutscht. Und nachher einfach das Überschüssige mit einem Pinsel wegpinseln. Und dann gehe ich immer nochmal mit einem nassen Beauty-Blender drüber, damit ich nicht aussehe wie ein Keks. So trocken wie in dem ganzen Puder. Ja, deswegen einfach nochmal mit einem nassen Schwamm drüber gehen, weil ich habe kein Fixing-Spray oder sowas. Okay, und jetzt nehme ich von Essence so ein Make-Brow-Augenbrauen-Gel
okay, das wird gar nicht mehr fokussieren im ganzen Video. Der Fokus war einfach weg. Dann nehme ich das Gel auf den Pinsel und tue meine Augenbrauenkonturen nachziehen. Oh mein Gott, das klang beautyhaft. Jetzt suche ich gerade irgendwas. Ich weiß nicht, was jetzt kommt. Okay, jetzt kommt meine NYX-Palette oder NYX. Wie sagt ihr? Sagt ihr NYX oder NYX? Schreibt es mir in die Kommentare. Auf jeden Fall konturiere ich jetzt mein Gesicht an den Wangenknochen, Stirn und Kinn. Und jetzt kommt eine dunkle Farbe, aber chill! Ich gehe nicht mit so einem braunen Balken aus dem Haus, das wird alles verblendet. Und das mache ich einfach mit einem anderen Pinsel, damit die Farbe halt nicht dran ist. Wisst ihr, was ich meine? Und so lange verblenden, bis man einfach gar keinen Übergang mehr sieht. Verblenden, 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 verblenden. Verblenden, verblenden, verblenden. Seid ihr eigentlich auch so beim Schminken, dass ihr nicht still sitzen könnt? Also ich bin übelst hibbelig, ich muss die ganze Zeit tanzen oder irgendwas machen. Als ob das bei euch nicht so aussieht, oder schreibt es mir mal in die Kommentare. Und jetzt komme ich schon zum Highlighter. Oh mein Gott, das ist der beste Teil, weil es einfach Glitzer ist. Und Leute, der Highlighter ist von Trended Up. Ich schreibe euch aber alles nochmal hier unten hin. Und ich highlighte über meinen Wangenknochen, auf der Nase, auf meinem Nasenrücken und mein Lippenherz. Also bei der Oberlippe halt da in diesem Loch. Wisst ihr, was ich meine? Dann nehme ich einen Glitzerlidschatten. Boah, ich liebe gerade zurzeit so Rose Gold. Und dann highlighte ich noch meinen Augenbrauenbogen und meinen Augeninnenwinkel, damit das Auge optisch geöffnet wird. Und jetzt nehme ich einen Lip Liner von Trended Up und einen Lipgloss. Jetzt ziehe ich meine Lippenkontur nach. Und weil ich das nicht mag, dass meine Lippen so shiny sind, ich mag es eher, wenn der Lipgloss so matt ist oder so. Auf jeden Fall, guck, jetzt seht ihr, das hat so geglänzt, gell? Und jetzt nehme ich einfach so eine Klopapierschicht und jetzt tue ich das so drauf, erstmal damit bisschen Produkt abgeht wieder und dann nehme ich Babypuder wieder und tue das dann mit dem Pinsel über dem Klopapier auftragen. So könnt ihr jeden Lippenstift halt matt machen oder Lipgloss oder was auch immer. Guck mal bitte kurz. Komm mal hier weit runter. Marcia, nein, Marcia. Jetzt hat der Lippenstift auf der Backe. Jetzt nehme ich die Wimpernzange von Evelyn und biege mir meine Wimpern. Damit die auch ein bisschen Schwung haben. Irgendwie sich bewegt da aber nie Unterschied. Dann nehme ich meine Mascara und die ist wasserfest und deswegen finde ich die voll gut. Leute, bleibt am Ende noch dran, da kommen noch Outtakes und hier bin ich mit meinem Alltagslook jetzt fertig. Jetzt gucke ich gleich richtig behindert in die Kamera. Und das war's auch schon. Oh mein Gott. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Das ist der Look, so schminke ich tatsächlich im Alltag. Es ist unglaublich. Aber war. Bleibt am Ende noch dran, da werden wahrscheinlich noch ein paar Outtakes kommen. Wie immer halt. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Genau.
Ich weiß gar nicht, was ich immer am Schluss noch sagen soll. Es gibt halt nichts mehr zu sagen. Okay, Leute, das war's jetzt wirklich mit dem Video. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Das war jetzt eklig. Ich bin raus, eure Marci. Bis zum nächsten Mal. Übrigens versuche ich jetzt wieder 2 Videos die Woche zu bringen. Tschö. Leute, ich fange jetzt die... Oh, da läuft jeden Tag so ein Junge entlang. I don't really care. Du weißt, wie geil du bist. Hässlich aus. I will not be a mannequin, no, the ego vanishes.